Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuad Forgani. Ich bin Verhandlungsberater und Buchautor. Heute geht es darum, wie wir beim Verhandeln gute Entscheidungen treffen. Worauf kommt es an? Wenn wir eine Verhandlung vorbereiten, dann können wir diese Vorbereitung gedanklich aus unserem Intellekt heraus tun, weil wir die Zeit dazu haben. Wir können dafür sorgen, dass die Atmosphäre ablenkungsfrei ist, können uns hinsetzen und eins nach dem anderen alles planen. Das geht deshalb intellektuell, weil unser Intellekt eins nach dem anderen die Sachen verarbeitet. Die intellektuelle Seite unseres Gehirns kann alles sequenziell abarbeiten, eben eins nach dem anderen. Und wenn ein Ablauf, wenn eine Transaktion zu schnell ist, dann ist unsere intellektuelle Seite zu langsam. Aber bei der Vorbereitung einer Verhandlung haben wir die Zeit. Wir haben die Ablenkungsfreiheit und können eins nach dem anderen alles angehen. Wenn wir aber dabei sind, eine Verhandlung umzusetzen, das Telefonat mit dem Gegenüber oder bei einem Vis-à-vis-Gespräch sich einander gegenüberzusetzen und Argumente auszutauschen, dafür ist unsere intellektuelle Seite zu langsam. Denn in dem Moment ist die Verhandlungsführung eine Fertigkeit. Unsere intellektuelle Seite ist einfach zu langsam, um bei zwischenmenschlichen Interaktionen all die Informationen aufzunehmen. Gestik, Mimik, Mikromimik, Tonlage, Sprechgeschwindigkeit, all das ist wichtig. All das muss mitverarbeitet werden, zusätzlich zu der Sachlage, zu den Argumenten und zu den Fakten und Daten, die vorliegen. Da kommt unsere intellektuelle Seite, also die gedankliche Seite des Gehirns, gar nicht mehr mit. Diese Seite hat nicht die Zeit und die Kapazität, um all diese Informationen zu verarbeiten. Die andere Seite unseres Gehirns kann das. Die Seite kann all die vorliegenden Informationen zeitgleich aufnehmen und diese simultan verarbeiten, zeitgleich auch verarbeiten. Nur die Seite kommuniziert mit uns selbst nicht in Zahlen und Fakten, sondern in Gefühlslagen. Das heißt, sie fühlen in dem Moment, ob die Information passend ist, ob sie genug nachgefragt haben, ob sie dabei sind, die richtige Aussage zu treffen oder nicht. Weil eben in diesem Momentum so viele Informationen einfließen. Die Seite in unserem Gehirn, welche für Gefühle und Emotionen zuständig ist, ist millionenfach verarbeitungsfähiger als die Seite, die für Gedanken und Intellekt zuständig ist. Das heißt, wir haben da eine Riesenkapazität in uns, welche wir oft nicht ausschöpfen, weil wir darauf nicht achten. Aber beim Verhandeln, wenn es darum geht, ans Eingemachte zu gehen, mit dem anderen zu interagieren und gute Entscheidungen zu treffen, da müssen wir dieses Potenzial in uns ausschöpfen und diese Kraft, die in uns existiert, nutzen. Hierbei ist es eine Frage von Aufmerksamkeitslenkung. Das heißt, wir müssen lernen, unsere Aufmerksamkeit von Gedanken und Intellekt umzulenken auf Gefühle und Emotionen. Wie fühle ich mich, wenn ich diese Frage stelle? Wie fühle ich mich, wenn ich diese Informationen offenlege? Wie fühle ich mich, wenn ich nach diesem oder jenem frage? Die Antwort auf diese Frage ist stets ein Gefühl. Wir fühlen das und wir müssen dieses Gefühl deuten können. Dabei werden wir von Kindesbein an dazu erzogen, stets auf Gedanken und Intellekt zu achten. Denke doch mal nach, heißt es immer wieder. Und auch in der Schule werden wir dazu erzogen, fast ausschließlich unsere intellektuelle, gedankliche Seite zu fördern. Also müssen wir als erwachsene Person hier selbst die Kontrolle in die Hand nehmen und unsere Aufmerksamkeit umlenken und uns stets fragen, wie fühle ich mich, wenn ich diese oder jene Entscheidung treffe. Und wenn ich dabei bin, rhetorisch zu manövrieren, treffe ich ja permanent Entscheidungen. Das heißt, auch beim Thema Rhetorik, Interaktion mit dem Gegenüber, aber auch darüber hinaus, muss ich dann stets schauen, was sagt mir mein Gefühl.
Bin ich dabei, die richtige Entscheidung zu treffen, oder sagt mir mein Gefühl, dass die Entscheidung doch weniger gut ist? Insgesamt ist die Antwort auf das Was in unserem Leben, was ist zu tun, wenn ich am Scheideweg bin, welchen Weg muss ich gehen? Die Antwort darauf ist nie ein Gedanke, es ist immer ein Gefühl. Die gedankliche Seite ist nur zuständig für das Wie, wie wir diesen Weg umgehen, umsetzen müssen oder sollten. Aber die Frage auf das Was, was ich zu tun habe, ist immer und stets ein Gefühl. Und auch wie bereits erwähnt, diese Fähigkeit uns im Grunde aberzogen wird, müssen wir als gute Verhandlerin, gute Verhandler dafür sorgen, dass wir dieses Potenzial nochmal aufgreifen können, dass wir diese Fähigkeit nochmals auf unserem Radar nehmen und diese Kraft, die wir in uns haben, ausschöpfen können, um gute Entscheidungen zu treffen. Darum geht es. Denn wenn wir eine Komponente, eine Kraft in uns haben, die millionenfach fähiger, millionenfach verarbeitungsfähiger ist als die andere, als die intellektuelle Seite, dann wäre es ja töricht, diese Kraft, dieses Potenzial in uns nicht auszuschöpfen. Wenn Sie anfangen, Ihre Aufmerksamkeit umzulenken, insbesondere wenn Sie dabei sind, zu interagieren und wichtige Entscheidungen zu treffen, dann werden Sie mit der Zeit einen Riecher für Ihre eigenen Gefühle entwickeln und Schritt für Schritt werden Sie besser. Und es wird dorthin kommen, dass sich diese Dynamik verselbstständigt, automatisiert. Damit haben Sie die besten Voraussetzungen, um im Kontext der Verhandlungsführung eine gute Entscheidung zu treffen. Und Verhandlungen stehen und fallen mit Entscheidungen. Ich hoffe, dass die erläuterten Dynamiken Ihnen helfen, um Ihre Verhandlungen so gut wie möglich zu führen, und wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.